Hey meine Lieben, willkommen zum sehr, sehr, sehr spontanen Video, was ich so noch nie gedreht habe und was völlig ungeplant war. Und wie ihr seht, ich bin überhaupt nicht gestylt, also meine Haare sind nicht frisch gewaschen, ich bin ungeschminkt und oh Gott, also entschuldige erstmal mein beschissenes Aussehen, aber dieses Video musste jetzt einfach sein, weil ich gerade so happy bin und mich so freue und dass ich euch das jetzt einfach zeigen muss. Also, erstmal worum es geht. Ich habe vor über einem Monat bei dem Gewinnspiel von der Sandylicious mitgemacht. Und zwar hat sie ein 10.000 Abonnenten-Special gemacht, eben ein Gewinnspiel. Und ich dachte mir, na gut, mach's einfach mal mit, so wie das halt ist. Man hat nicht die Hoffnung, dass man überhaupt... Oh Gott, meine Haare. Sorry, aber dass man überhaupt irgendwas gewinnt. Ne? Aber man macht einfach mal mit und... Ja, dann habe ich zwischendurch gar nicht mehr dran gedacht. Ich war ja mit der Klinik ziemlich viel beschäftigt und habe einfach auch nicht mehr so viel dran gedacht. Und dann habe ich letztens in irgendeiner LE-Video, was sie vorgestellt hat, gucke ich so und dann auf einmal kommt so, wird das Video so unterbrochen. Und dann kommt so, dass sie, ja, die Gewinner meiner 10.000 Abonnenten-Verlosung. Ich so, oh. Und dann gucke ich so, steht da so mein Name und ich so, ha, ich. Und ich konnte es am Anfang gar nicht glauben. Ich war am Anfang noch so, hä? Wie jetzt? Ich habe gewonnen, da steht Laura Kim, das bin ich. Ich habe wirklich gewonnen. Und ja, dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben, eben mit Adresse und all sowas. Und und ja, eben gerade kam das Paket, vielleicht vor 10 Minuten, Viertelstunde, sowas. Also, ich muss natürlich schon vorher auspacken, weil ich gar nicht gleich dran gedacht habe, ein Unboxing mit euch zu machen. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn ich das Paket da hätte und dann vor euren Augen das aufgemacht hätte und so. Aber ich habe in dem Moment einfach nicht dran gedacht. Ich habe das Paket geschnappt und war total so, ah, Hilfe! Und ja, aber ich habe die Sachen hier alle in einem Korb und zeige es euch einfach mal einzeln. Ich will es auch nicht zu lange halten, weil, ja, ich will es einfach nicht zu lange halten. Es soll einfach... nur kurz sein, damit ihr seht, was ich so gewonnen habe und ich freue mich einfach riesig und falls ihr Sandy das sieht, danke. Ja, also super, ich hätte es nie gedacht, dass ich mal was gewinne. Ich habe noch nie was gewonnen, ich habe schon öfters bei so Gewinnspielen mitgemacht und normalerweise, also bei sehr großen YouTubern mache ich schon gar nicht mehr mit, weil ich weiß, wenn da, was weiß ich, 100.000 oder 300.000 Leute mitmachen, dann lohnt es sich erst recht nicht, da mitzumachen und ja... Aber also ich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass ich bei ihr gewinne und ich habe mich so gefreut und bin auch immer noch so total so hebelig und ja, wie gesagt, ich fange jetzt einfach mal an und genau, ich greife jetzt mal wahllos rein und da habe ich als erstes das hier und zwar ist das ein Kugelschreiber in Lippenstift-Optik und es ist natürlich sehr kitschig und süß und ja, einfach tussig und das ist schon ganz cool und vor allen Dingen einen Kugelschreiber kann man immer gut gebrauchen und in dieser Lippenstift-Optik hat es einfach was und ist so ein ganz süßes Goodie. Dann eine sehr, sehr schön riechende Kerze mit einem ganz süßen Spruch. Huch. Alleine bin ich nur ein Krümel, zusammen sind wir ein Keks. Das ist so süß und diese Kerze riecht auch total süß, also sehr vanillig, steht auch oben drauf und sehr... ja, süßlich einfach. Wirklich so nach Kekse backen und es ist wirklich schön. Und ja, ich mag Duftkerzen und von daher ist das definitiv was Passendes, gerade jetzt für die Weihnachtszeit. Dann war auch mit drin von Catrice ein Velvet Matte Eyeshadow. Diese, genau, die waren ja relativ gehypt. Dann gab es so ein bisschen Probleme, dass die irgendwie ineinander fallen oder so. Ich bin mal gespannt, wie das bei dem jetzt hier ist. Ich habe die Farbe El Burgundi. Das ist dieses schöne... Burgunderrot und ja, Weinrot und ich finde einfach, dass die Farbe auch, also ich denke mal, dass sie meinen Augen schmeicheln könnte, weil grüne Augen und so Rottöne passt ja ganz gut oder dieses Violett passt ganz gut. Von daher mal schauen, was ich mit diesen Lidschatten kreieren werde und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie die Qualität ist, ob der bei mir auch anfängt zu bröseln oder nicht, aber ja, genau. Dann war drin ein Blush, das Rockout Multicolor Blush von Essence. Von den EMAs 2014 in Glasgow. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Blush mit verschiedenen Mosaik, ja, Druckdingern. Ihr wisst, was ich meine. Es ist auf jeden Fall mehrfarbig und einfach sehr, sehr schön. Also ich bin zwar nicht der allergrößte Blushträger, aber jetzt habe ich eins, an dem ich es ausprobieren kann. Und ja, einfach mich so selbst ein bisschen dran üben kann, sage ich mal. Ja. Also auf jeden Fall eine ganz nette Sache und ja, bin mal gespannt, wie das auf meiner Haut aussehen wird. Dann auch sehr, sehr praktisch diese Travel-to-go-Mini-Dinger hier, diese Abschminktücher von Essence.
Also wie gesagt, immer praktisch, auch wenn man am Wochenende nicht da ist oder falls man in Urlaub fährt oder irgendwie sowas. Also es ist immer praktisch und selbst wenn man nicht unterwegs ist, kann man die trotzdem gut benutzen. Und ich mag diese Essenstücher ganz gern, um so den groben Dreck so vom Gesicht zu nehmen. Und ja, kann man nicht meckern. Dann waren drin solche 2-in-1 Armband und Haargummis. Ich denke, ich werde sie eher als Haargummis benutzen. Und zwar sind es so, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber es müssten 10 oder so sein. 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. Wenn ich mich verzählt habe, sind es 10 so Haargummis und ja, ganz niedlich. Ich hatte diese Haargummis noch nie, die wo so aussehen wie eine Telefonschnur. Von daher bin ich auf die auch mal gespannt, wie die sich im Haar anfühlen. Und ja, ich bin ja ziemlich verliebt in meinen Duttmacher. Den hatte ich bisher auch den ganzen Tag drin. Aber ja, jetzt habe ich Haare aufgemacht, weil im Dutt hier sitzen, das sah wirklich nicht gut aus. Auch wenn die Haare so nicht besonders toll sind. Aber naja, im Dutt sah es noch schlimmer aus. Das kann ich euch garantieren. Dann ein Badezusatz von Dresdner Essence. Das Pflegebad mit Cranberry und Schokolade. Leider habe ich keine Badewanne. Aber es wird sich sicherlich jemand finden, dem ich diesen Badezusatz geben kann. Und ja, ich würde aber so gern drin baden, weil es riecht immer so lecker. Am liebsten würde ich die Packung aufreißen und sie essen, weil das so gut riecht. Aber ja, oder ich hebe sie einfach mal auf, bis ich hier vielleicht eines Tages selbst eine Badewanne habe. Also ich denke mal, so ein Pflegebad läuft ja nicht ab, oder? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich nehme mal an, dass es nicht einfach so abläuft. Vielleicht hebe ich es auch auf und mal schauen. Auf jeden Fall liebe ich diesen Duft. Also es ist super schokoladig und ich will es einfach essen. Ja. Dann von Balea die Bodylotion White Passion. Auch was sehr Schönes. Den Duft mag ich auch sehr gern. Und ich stand im DM schon, ja, bärig eben, wie gesagt. Und ich stand im DM schon ziemlich häufig davor und dachte mir so, soll ich nicht? Aber dann dachte ich so, nein, brauchst du ja eigentlich nicht. Und jetzt freue ich mich aber, dass ich sie hier drin habe. Und zwar ist es der Duft von weißen Blüten und Acai-Beeren. Und ja, riecht sehr, sehr schön. Also man riecht dieses Bärige raus. Und ich bin mal gespannt auf die Pflegeleistung, weil ihr wisst ja, meine Haut ist relativ anspruchsvoll. Ja, aber mal schauen. Dann falsche Wimpern. Und da dachte ich mir, die will ich definitiv an Silvester mal drauf machen. Also einfach mal ausprobieren, wie das aussieht. Wenn es zu unnatürlich aussieht, dann werde ich es lassen. Aber hier auf dem Foto sieht es eigentlich sehr schön aus. Also ich bin mal gespannt, wie die bei mir so aussehen. Und die haben auch hier neben so kleine Glitzersteinchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also für Silvester auf jeden Fall ein schöner Hingucker. Und ich muss nur üben, wie ich es hinbekomme. Ne? Also ich bin da nicht ganz so geübt. Ich hatte in meinem Leben einmal falsche Wimpern drauf. Und es war sehr, sehr schwierig, die hinzubekommen und auch wieder abzubekommen. Und ja, aber ich werde es definitiv mal ausprobieren. Dann von Balea, die habe ich sogar noch daheim, Erdbeerprotein-Milchmaske. Milchprotein, nicht Proteinmilch. Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall diese Erdbeermaske hier, die habe ich auch schon daheim, wie gesagt. Finde ich toll. Also finde ich vom Geruch her toll, macht auch ein schönes Ergebnis. Und gerade im Moment ist meine Haut noch trockener als sonst. Und die werde ich mit Sicherheit bald mal ausprobieren wieder. Nein, nicht ausprobieren, sondern wieder benutzen, weil ich kenne sie ja schon. Ja. Ach, ihr seht, ich bin auch irgendwie ein bisschen durch den Wind. Dann eine Full-Size-Größe von diesem Original Source Lavender and Tea Tree Duschgel und es riecht richtig krass nach Lavendel, also sehr, sehr, sehr authentisch auch. Es ist nicht künstlich, sondern sehr authentisch, sehr, sehr schön und man hat wirklich das Gefühl, man steht in einem Lavendelfeld und ja, finde ich toll, also definitiv was bestimmt sehr, sehr Entspannendes, wenn man abends nochmal duschen geht und dann so ein Lavendelgeruch einen einhüllt, finde ich das mit Sicherheit sehr, sehr gut. Dann, worüber ich mich auch riesig gefreut habe, und zwar ist das von Essie, dieses kleine Packaging Professional Routine mit diesen drei kleinen Essie-Lacken. Also der normale Lack ist der Chinchilli, dann gibt es noch den Base Coat und den Good to Go Top Coat. Und ich wollte den Good to Go Top Coat schon immer mal ausprobieren, aber ich wollte nicht für das ganze große Produkt, ich glaube 10 Euro oder so zahlen. Und da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht. Und von daher habe ich mich richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass es eben auch im Package ist. Und finde ich toll. Also bin ich wirklich mal gespannt, weil viele lieben den ja total und ich wollte ihn schon unbedingt die ganze Zeit probieren. Dann habe ich hier noch drin von Essence die 24 Stunden Hand Protection.
Ganz ruhig, Laura, du hast was gewonnen, alles super, aber runterkommen. So, das Hand Protection Balm, und zwar mit Cookies and Almond, und es riecht auch sehr, sehr toll. Also die Essence Handcremes machen immer ganz, ganz tolle Düfte und haben auch eine relativ gute Pflegewirkung, also auch ein ganz schöner Winterduft. Ich hoffe, dass ich die jetzt im Winter noch gut benutzen kann, weil ich habe natürlich auch Handcremes schon da und ja. Aber wenn nicht, man kann ja auch drei Handcremes benutzen, oder? Oh je. Was haben wir denn da noch? Ah ja, auch noch von Essence aus der Blue Me Up Tools LE. Diese kleinen Eyeshadow-Applikatoren. Bin ich mal gespannt, wie das sich damit auftragen lässt. Es sind ja so schwammmäßig. Ich schau mal, was ich damit noch machen kann. Vielleicht lässt sich damit auch irgendwie Concealer unterm Auge verblenden. Ich probiere es einfach mal. Also ich habe ja genug zur Auswahl. Dann von Glisskur eine Probe von der Hyaluron Haarauffüller Sofort Intensivkur. Finde ich auch mal gut. Also Haarauffüller mit Hyaluron kann ja definitiv nicht schaden. Und ja, finde ich gut auch als Probe zum Testen. Dann kann man sehen, ob man sie gut findet. Und ja, so, dann kommen jetzt noch drei. Nein, warte, noch eine Sache. Und dann kommen drei richtige Highlights für mich. Und zwar noch ein schöner Catrice Lippenstift, den ich mir an sich nicht so ausgesucht hätte. Aber ich finde es wirklich toll, weil ich habe schon so einen Look bekommen. Und zwar ist es einer von diesen dünneren hier. Wie heißt denn die Farbe? Golden Brown, wenn ich richtig lesen kann. Es ist ziemlich dunkel. Aber ja, es ist ein sehr, sehr dunkles Rot. Oder rotbraun schon eigentlich. Und ich habe mir schon gedacht, als ich den gesehen habe und den, wo ist er denn jetzt? Und den Catrice Lidschatten, hier diesen El Burgundi, die Farben sind sich nämlich ziemlich ähnlich. Und da dachte ich mir, damit könnte ich mal einen Look schminken. Also wirklich was ein bisschen intensiveres, Ladylike-mäßiges. Und falls ihr das sehen wollt, dann schreibt mir das. Also mir kam das sofort in den Sinn, weil das beides sehr verführerische, dunkelrote Farben sind. Und ich schon lange ja mal wieder ein Tutorial schminken wollte. Und ja, das wäre was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann... ja, schreibt mir das. So, wie gesagt, dann kommen jetzt noch meine drei Highlights. Und zwar, einmal gehört da auch von Catrice die Absolut Matt Palette dazu. Die gibt es ja nur bei Müller. Und ich habe zwar Müller in der Nähe, aber die war bisher immer ausverkauft, wenn ich da war. Und ja, also von daher ist es für mich auf jeden Fall ein Highlight, wie ich ja schon gesagt habe, die Absolut Matt Palette. Wirklich schön. Also ich hatte sowieso vor, mir mal mehr matte Farben zu kaufen, weil es einfach bessere Basics sind. Und ich bin ja jemand, der eigentlich sich im Alltag nicht besonders viel schminkt. Ich schminke mich ja hauptsächlich oder schminke mich ja gerne mit Glitzerlidschatten, wenn es einen besonderen Anlass dafür gibt. Aber ich würde mich auch gerne im Alltag ein bisschen mehr schminken. Und da finde ich dann so matte Paletten oder matte Lidschatten generell viel besser dafür. Aber für die... Anlässe, an denen es wieder schön glitzern darf, was ja mein Herz doch mehr erfüllt, sage ich mal, habe ich mich übelst gefreut, weil ich noch nie ein Produkt von Sleek hatte. Und zwar ist es eine Sleek-Palette, die Divine Mineral-Based Eyeshadow-Palette. So sieht das Packaging schon mal aus, ist wirklich wunderschön. Und ich glaube, da kosten Paletten ja auch um die 10, 12 Euro. Und von daher ist es schon wirklich cool, dass die hier drin war. Und zwar erstmal auch hier wieder Verpackung von Sleek. Wirklich schön. Ich habe ja bisher nur Gutes von Sleek gehört. Habe aber einfach noch nie irgendwie mich getraut, quasi was zu bestellen. Und Moment, das hier... Ups, das war der kleine Applikator. Das hier sind die Farben. Und schaut euch die mal an. Also hier unten schimmert es schon richtig geil. Und ich bin mir sicher, ich werde mit dieser Palette sehr, sehr viel Freude haben. Und Moment... Also schon mal, also ein Riesendank an dich, Sandy, für diese Palette, weil ich weiß jetzt schon, die werde ich mit Sicherheit lieben und ja, wirklich toll. So, aber dann das absolute Highlight aller Highlights, das hat sie ja auch schon sehr häufig gesagt, es war extrem schwer zu bekommen, und zwar aus der Essence Blue Me Up Tools LE, dieses geile, ich muss wirklich so sagen, dieses geile Pinselset, und zwar so. So sieht das aus. Es ist halt wirklich wunderschön. Das hat hier einmal drei so kleinere Pinsel und drei große weiche Pinsel. Und die sind so ultra weich und einfach nur wunderschön. Und ich habe sie schon den ganzen Tag in meinem Gesicht gehabt und es ist einfach nur traumhaft. Und ja, das war's. Also das waren jetzt wirklich viele Produkte. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber 20 Produkte waren es, glaube ich. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich bin auf jeden Fall echt geflasht und...
Ich kann einfach nur nochmal Danke sagen. Also ich freue mich so sehr, dass ich endlich mal was gewonnen habe. Und das sind wirklich ganz, ganz tolle Produkte, die man manche, wie gesagt, einfach nicht mehr bekommen hat, wie dieses Tools-Set. Ich wollte das damals auch, aber habe es einfach nicht bekommen, weil es ausverkauft war überall. Und von daher freue ich mich riesig, dass ich das jetzt hier bekommen habe und einfach die Pinsel habe. Und weil sie sehen halt auch wunderschön aus, mal davon abgesehen, dass es mit Sicherheit sehr weiche und gute Pinsel sind, sehen sie auch einfach sehr schön aus. Und ich bin wirklich begeistert von den ganzen anderen Produkten und oder mit Sicherheit werde ich von den Produkten begeistert sein. Also wie gesagt, Highlight ist die Tools-Sache, die Sleek, die Weinpalette, wobei eigentlich alle Sachen sind Highlights. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, was soll denn der Scheiß, ja? Oh, und ich habe noch eine Sache vergessen, die liegt unten, die Kette, weil die hatte ich nämlich schon an, es war noch so eine schwarze Kette dabei und die liegt jetzt noch unten. Ja, tut mir leid. Aber es war auf jeden Fall auch eine sehr hübsche Kette. Werde ich vielleicht auch an Silvester oder auch an Weihnachten anziehen. Hat was Schönes, Festliches und genau, die habe ich jetzt unten vergessen. Aber ihr wisst ja, ich bin sowieso kosmetikaffin und von daher habe ich nur die Kosmetik im Sinn gehabt. Und genau, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls die Sandy das sieht, nochmal vielen, vielen Dank. Ich schreibe ihr aber später noch eine persönliche Nachricht und bedanke mich nochmal bei ihr und ja, weil es hat sie wirklich sehr schön ausgesucht. Also es sind wirklich Produkte, die man auch gebrauchen kann. Und es ist nicht einfach wahllos irgendwas reingemischt, sondern wirklich schöne Sachen. Und ja, genau. Das war's jetzt. Ich habe jetzt doch wieder viel länger gelabert, als ich wollte. Aber so ist es nun mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Also das war jetzt ein ultra spontanes Video. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Aber dann wieder in normaler Aufmachung, sage ich mal. Okay, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja, schöne Zeit. Ciao.